Moin Sichraus-Freunde, willkommen zurück hier auf dem Sichraus-Kanal, dem Infotainment-Portal rund um World of Warships und willkommen zurück zu dieser Wochenendflaschenpost. Wir bringen euch einmal kurz vorm Wochenende nochmal auf den aktuellen Stand, was euch dieses Wochenende erwartet und vor allen Dingen auch die Tage jetzt, Samstag, Sonntag und dann natürlich auch in die nächste Woche hinein. Also fangen wir direkt an mit der Vorschau auf das Update 082 und wie geht das nicht anders als mit dem öffentlichen Test und zwar mit Update 082 Runde 1. Start war schon am 7. März und es geht jetzt bis zum 11. März um 16.30 Uhr. Da könnt ihr auf dem Public Test unterwegs sein und da ja, euch dementsprechend ausprobieren. Es gibt nämlich Weltraumgefechte und jede Menge neue Oberflächeneinblendungen zu erforschen. Wir haben gestern schon vom PTS für euch gestreamt, haben da schon ein paar Fragen beantwortet. Und ja, vielleicht wollt ihr auch mal selber mitmachen, dann kann ich euch jetzt herzlich dazu einladen. Ihr werdet diesen Artikel, den ich euch jetzt gerade zeige, unten verlinkt in der Beschreibung finden. Und da könnt ihr euch dann auch wieder darüber einloggen. Es gibt nämlich auch Belohnungen, die ihr auf dem Live-Server nutzen könnt. Nämlich zum Beispiel Signalflaggen, Tarnung, besondere Signalflaggen, Premium-Spielzeit. Könnt ihr nur mitnehmen als Dankeschön, dass Wargaming euch gibt, wenn ihr am PTS sehr viel dran teilnehmt. Hier, es gibt zum Beispiel jetzt hier Raumangriff, Doppelstern und Saturnringe, Torpedosuppe. Das sind jetzt, was ist das? Das sind halt die neuen Gefechtsmodis für die Weltraumgefechte. Gucken wir uns einmal direkt an. Und zwar haben sie sich ein bisschen was ausgedacht. Wir sind jetzt nicht mehr richtig im Weltraum unterwegs, sondern auf unterschiedlichen Planeten unterwegs. Es gibt jetzt hier zum Beispiel den Raumangriff. Das eine Team ist ein Verteidigungsteam, das andere ist ein Angriffsteam. Und ihr müsst ja, euch den Gegebenheiten so ein bisschen anpassen. Ihr als Verteidiger könnt Schiffe verlieren, ihr müsst aber auch nur 9 Minuten lang dafür sorgen, am besten keinen Generator zu verlieren. Und der Angreifer, der kann respawnen, aber muss eben dafür sorgen, dass diese Zeit verlängert wird und am Ende halt diese Basis geschrottet wird. Und das erreicht er als Erste damit, dass er eben Generatoren, die diese Basis mit Strom versorgen, zerstört. Das ist erstmal schon mal Nummer 1. Die Verteidiger haben, by the way, noch ein bisschen Reparaturmannschaft, die sie nämlich von der Basis eingespeist bekommen. Das heißt, ihr werdet beschädigt, bekommt ihr ein bisschen Trefferpunkte Regeneration. Das ist, wie gesagt, alles Work in Progress, das kann sich alles noch ändern. Nächster Punkt sind dann hier Saturnringe. Die Saturnringe ist am Ende ein Gefecht Epizentrum plus anders, weil das Epizentrum nämlich jetzt nicht mehr dafür sorgt, dass wenn man innen steht, man auch die Punkte für die äußeren Ringe bekommt, und sondern das eben unabhängig ist. Man muss die Ring für Ring erobern. Und das ist mal wahrscheinlich ein Blick in die Zukunft, wie das möglicherweise, wenn sich das durchsetzt, halt auch in die üblichen, in die Standardspiele, in Zufallsgefecht integriert werden kann. Und hier sind wir dann bei Doppelstern. Das ist am Ende eine Art Standardgefecht, nur dass die Basen sich am Anfang überlappen. Um halt jedes Mal zu resetten, müsst ihr euch hart bekämpfen und nach einer gewissen Zeit, und zwar ab der 5. Minute, beginnen die Basen an zu schrumpfen. Also die werden immer kleiner und so weiter. Und ja, um sie halt zu erobern, das sind die üblichen Regeln. Es muss halt ein Schiff in der gegnerischen Basis sein, das muss da eine gewisse Zeit drinne stehen und dann wird der Kontrollpunkt ihn erobert. Und wenn er erobert ist, habt ihr automatisch gewonnen, weil er seine Basis quasi übernommen hat. Ihr müsst also aktiv kämpfen und immer wieder den Gegner resetten. Und dann gibt es noch eine Geschichte, Torpedosuppe nennt sich das. Das sind eben Zerstörer, die keine Gun-Bewaffnung mehr haben. Also ihr könnt sie nicht mehr selber steuern. Ihr habt als einzige Hauptbewaffnung nur noch die Torpedowerfer und ihr habt extrem schnelle Torpedos, extrem schnelle Schiffe. Und ja, alles andere, die Hauptbewaffnung, also die Kanonen, die Guns, die werden nur noch als Sekundärgeschütze sozusagen benutzt. Das ist ein extrem schnelles Spiel und ihr müsst halt extrem viel ausweichen und schnell feuern können, damit ihr da erfolgreich seid. Es wird auch eine Aufladung der Reparaturmannschaft gewährt und am Ende ist es quasi die ultimative Herausforderung. So, hier steht, eure Fähigkeiten in Bezug auf das Ausweichen und Abfeuern von Torpedos wurde noch nie so hart auf die Probe gestellt. Wie gesagt, es kommt jetzt dann in dem Update 082, saisonal, wahrscheinlich von Anfang April bis Ende April. Und da könnt ihr dann her fanmäßig dran teilnehmen. Ihr wisst, da hatten wir schon mal ansatzweise drüber gesprochen, es wird Irodium oder wie auch immer das genau ausgesprochen wird, geben, womit ihr was sammeln könnt. Dadurch könnt ihr dann wieder Weltraumlackierung freischalten und andere Goodies, die dann im Laufe der Zeit hier vorgestellt werden, werden bei uns in der Flaschenpost. Dann geht's weiter. Hier gibt es nochmal die Karten, die man so ein bisschen sehen kann. Hier, das ist diese Karte mit der Weltraumbasis, so ein bisschen angepasst oder
die Basis, die Karte, die ursprünglich dafür verantwortlich war, ist die Karte Mündung, die hier so ein bisschen an diese Weltraumgeschichte angepasst wurde. Und hier ist Tränen der Wüste, das ist eben mit diesen schwebenden Felstrümmern. Da gibt es so ein bisschen Atmosphäre zu atmen sozusagen. Dann geht es hier mit Navis weiter. Und wir haben dann hier zum Schluss nochmal, das ist hier Torpedo Beat sozusagen, Apuls. Das ist die Karte vom letzten Jahr, mehr oder weniger. Ne? So von der Atmosphäre her zumindest. Ja, das ist das, was man dazu sagen kann. Dann gibt es natürlich hier, da hatte ich euch eben ja schon gesagt, es wird das Arsenal in die Waffenkammer umbenannt werden und ihr könnt dann Ironium für diese Saison, wo diese Weltraumgefechte möglich sind, sammeln können und mit dieser der besonderen Ressource könnt ihr dann eben Sachen in dem Store da holen. Dann wird die Oberflächlichkeit, also die Oberfläche für die Flugzeugträger verändert und hier gibt es dann eben einen Countdown. Ja, das werden wir dann sehen, was da noch alles kommt. Die Funkortung für Flugzeuge wird deaktiviert, also eine Sachen. Und hier kann man noch ein Bild sehen, wie der Hafen sich verändern wird. Probiert es am besten aus, loggt euch ein und spielt eine Runde. 4 Gefechte werden benötigt und dann seid ihr durch die Wehrpassstufen komplett hoch. Das ist jetzt, weil es eben in der Erprobung ist, es wird eine neue Wehrpassstufe, Stufenmechanismus geben und eine neue Animation und so weiter im Spiel. Deswegen sind wir aufgefordert, im PTS eben diese Sachen zu prüfen und zu ausprobieren. Wie gesagt, dafür gibt es ja dann am Ende auch eine Belohnung. Wer das selber nicht ausprobieren kann, kann sich gerne unseren Livestream von gestern reinziehen. Da haben wir alles einmal ein bisschen aufbearbeitet oder aufbereitet für euch. Da kann man sehen, wie sich die Oberfläche des Flugzeugträgers verändert, die des Hafens. Und wir sind zum Schluss auch noch ein paar Weltraumgefechte mit euch gefahren. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Und der nächste Punkt ist Cross-Server-CWs, also serverübergreifende Clan-Gefechte. Da gab es ja schon mal eine Testrunde zu, die ist ein bisschen in die Hose gegangen, beziehungsweise hat Erkenntnisse gebracht, was unbedingt verbessert werden muss. Und jetzt haben sie eine Lösung. Es gibt wieder 4 verschiedene Primetimes, Asia, Russland, EU und North America. Hier sind dann die Zeiten eingeblendet. Das sind UTC-Zeiten, das heißt Europa fängt geht von 19 bis 23 Uhr, Russland von 17 bis 21 Uhr und so weiter. Jetzt sind nur T10-Schiffe erlaubt, ist 7 gegen 7 und jetzt kommt noch eine Überraschung. Es ist Flugzeugträger erlaubt und es sind ein Schlachtschiff und ein Flugzeugträger erlaubt. Und das nächste ist, wir könnten daran teilnehmen am Montag, am Donnerstag, am Samstag und am Sonntag. Also, das ist eine ganz nette Sache, vor allem wollen wir mal so zum einen für Wargaming die Sache eben ausprobiert, ob das mit diesem serverübergreifenden Clan-Gefechten vernünftig funktioniert. Und das nächste ist, ihr bekommt Stahl, nämlich 500 und ihr bekommt 15.000 Kohle und dafür ist nicht viel zu tun. Ihr müsst nämlich wirklich nur an insgesamt 10 Gefechten teilnehmen. Davon müssen 5 zu einer anderen Primetime als euer ursprünglicher Server sein. Das heißt, ihr seid wahrscheinlich alle bei der EU mit eurem Clan. Ja, ihr müsstet also versuchen, North America, Asia oder Russland. Da müssen 5 Gefechte drauf gespielt werden. Ist egal, ob ihr verliert oder gewinnt, sondern ihr fahrt die einfach nur diese 5 Gefechte und müsst dann halt noch 5 Gefechte auf dem EU-Server machen oder ihr macht gleich 10 Gefechte auf dem Russland-Server, wie auch immer. 5 Gefechte müssen zu einer anderen Primetime als euer Home-Server sozusagen stattfinden. Wenn ihr das geschafft habt, dann kriegt ihr halt jeder Spieler von euch, der das macht, 500 Stahl und 15.000 Kohle, was eine ganze Menge ist, wie ich finde, für 10 kleine Gefechte. Ne? Gut, hier gibt es dann nochmal so eine Tabellenübersicht, wie auch immer. Auf jeden Fall einfach dabei sein. Der Clan-Leader kann dann hier, beziehungsweise der stellvertretende Kommandant, kann dann hier die Primetime auswählen für den Tag. Die kann man nur einmal am Tag auswählen. Das kann man vielleicht auch nochmal mit auf den Weg geben. Und dann solltet ihr soweit eigentlich komplett informiert sein. Das ist vom 11. bis zum 17. März ist dieser Zeitraum, wo diese serverübergreifenden Clan-Gefechte möglich sind, wo ihr da testen könnt und damit dann auch halt zum Beispiel auch Öl für einen Clan verdienen könnt. Ne? Ich habe jetzt nur über die Kohle und den Stahl geredet. Wenn ihr 3 Siege am Tag schafft, dann gibt es eben noch 60 Öl und hier Flaggen dazu, also Signale. Das ist also auch eine ordentliche kleine Belohnung. Einfach mal für ein bisschen Fun, ohne große Wertung. Die wird eh wieder zurückgesetzt, das fließt nicht in eure richtige Wertung mit ein. Also, ja, dann gibt es jetzt noch die Änderung, dass man hier in den Abschlussscreens eben auch sehen kann, zu welchem Server das jeweils eben gehört. Ne? Auf welchem Server der Clan beheimatet ist. Also hier North America gegen Asien. So. Der nächste Punkt ist dann
WoWs Legends. Was war das nochmal? Genau, es ist das Spiel von World of Warships für PlayStation 4 und Xbox. Es wird einen neuen Close-Beta-Termin geben und der findet, oder Close-Beta-Test besser gesagt, der Termin steht ja schon fest, und zwar vom 22. bis 24. März. Ihr könnt euch aktuell noch bewerben, klickt hier einfach auf den Link rauf, WoWs Legends, da öffnet sich der ganze Bereich. Da müsst ihr eure IDs eingeben und so weiter, die ihr dann für die jeweilige Konsole benötigt. Und schon könnte es sein, dass ihr freigeschaltet werdet und dann könnt ihr dieses Spiel eben spielen und euch auch auf der Xbox oder auf der PlayStation legendäre Schiffe erspielen oder mit denen eben spielen. Und ja, es soll eine Menge Spaß machen, was ich bis jetzt vorher als Feedback so gehört habe von denjenigen, die das auch auf der PlayStation oder Xbox schon mal gesehen haben, beziehungsweise vielleicht sogar selber gespielt haben. Ne? Was man auch noch gleich sagen kann, das bleibt nicht bei diesem letzten Beta-Test, sondern ab dem 16. April wird dieses Spiel im Early Access auf der Xbox und der PlayStation zur Verfügung stehen. Das heißt, ihr könnt euch quasi jetzt schon den Kreuz im Kalender machen. In gut einem Monat, ein bisschen mehr als einen Monat, könnt ihr das Spiel auf jeden Fall als Early Access Game dann in eurem jeweiligen Store da bekommen. So. Und dann kommen wir zu den Highlights am Wochenende. Ihr spielt die PC-Version, aktuell zumindest, und was ist am Wochenende jetzt ganz besonders? Ja, der Waffengang, und zwar vom Geplänkel, das ist ja jetzt an jedem Wochenende immer so, wenn ihr aktiv regelmäßig an den Gefechten teilnehmt. Von 7 Uhr am Freitag bis 7 Uhr am Montag findet der Waffengang beim Geplänkel statt. Und da heißt es eben gegeneinander antreten, die Erfahrungen sammeln und beziehungsweise die Herausforderung bei den Erfahrungen immer jedes Mal schaffen. Also wenn ihr jetzt ihr müsst als Zerstörer zum Beispiel 300 Base XP machen, danach müsst ihr eben 900 machen, danach 1500 und so weiter. Und jedes Mal, wenn ihr das schafft, kriegt ihr einen Stern. Ihr wisst, wo es lang geht, ihr seid informiert, ihr guckt unsere Flaschenpost. Und wenn ihr die vergangenen Ausgaben geguckt habt, dann seht ihr auch ganz genau, was ihr alles erfüllen müsst. Und hier gibt es am Ende dann halt Belohnungen. Ne? Wenn man die Vorbereitungsphase übersteht, 800 Öl, wenn man dann in den Waffengang geht, pro verdiente 10 Sterne gibt es 50 Öl. Für einen Sieg gibt es 700 Öl, also gegen euren Gegner natürlich am Ende. Wenn es ein Unentschieden ist, 400 und wenn es eine Niederlage ist, eben 300 für euch. Also ihr geht da auf jeden Fall mal nicht ohne raus. Und am Ende könnt ihr halt das Öl, was ihr erhaltet, auch nochmal verbessern, indem ihr mit dem Öl, was ihr ursprünglich erhaltet, den Hafen ausbaut, wodurch ihr dann wieder teilweise mehr Öl bekommen könnt. Dann geht es weiter in dem Marathon, die letzte Schlacht der Exeter. Und da ist jetzt Abschnitt 2 freigeschaltet seit heute Morgen. Und da müsst ihr 8000 Base XP verdienen, 15 Bänder erobert oder erobern, unterstützt oder verteidigt und 10-mal Wassereinbrüche machen. Und das alles mit japanischen Zerstörern, Kreuzern der Stufe 5 bis 8. Nur damit ist das aktuell möglich, weiterzukommen. Dann gibt es noch einen kurzen Ausblick im Premium Store. Die Sims ist aktuell günstiger zu bekommen. Ist ein Schiffchen, was eigentlich ganz gut Laune macht, aber ein Pionier. Also schon ein älteres Schiff. Und ja, vielleicht habt ihr Bock oder braucht das noch in eurer Sammlung. Das ist auf jeden Fall relativ stark reduziert. Und was ich euch noch mitgeben möchte, ist auf jeden Fall die Pi-Tarnung. Ist ja immer sehr beliebt bei euch da draußen. Bei mir übrigens auch. Gibt es aktuell halt auch im Store. Bisschen reduziert. 100 Tarnungen und 7 Tage Prämie für 22 Euro. Also, wie gesagt, keine Werbung in dem Sinne, dass ihr kaufen müsst, sondern überlegt es euch. Ich will euch hier nur informieren. Das ist ein rein informeller Charakter. So. Und dann geht's weiter mit dem nächsten Highlight am Wochenende. Und zwar mit dem Rama-Dama-Event. Und zwar möchte ich ganz kurz ein Stückchen Eigenwerbung machen. Wir werden das Rama-Dama-Event übertragen. Ich werde euch jetzt mal ganz kurz den Trailer dazu einspielen. Und der ist hier. Butterkeks hat sich um die Organisation dieses Events gekümmert. Am 9.3.2019 um 19 Uhr fängt dieses Event an. Seacrowds wird dieses Event ab dem 9.3. um 19.15 Uhr roundabout übertragen und das halt so lange, wie das Event geht. Es könnte auch sein, dass es ein bisschen früher wird. Ihr wisst ja, wie das bei Events ist. Die fangen mal ein bisschen früher, mal ein bisschen später an, je nachdem, wie das mit der Organisation ist. Findet alles auf dem Wargaming Teamspeak statt. Worum geht es konkret? Ihr seht hier schon unkonventionelle Gefechte. Touchdown Powerball zum Beispiel oder Reise nach Jerusalem mit ganz speziellen Regeln. Und Butterkeks und meine Wenigkeit werden darauf achten, dass ihr die Regeln einhaltet. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr lustig, weil eben auch Kontributoren dran teilnehmen, die ihr vielleicht schon immer mal kennenlernen wolltet oder ein paar Fragen loswerden wolltet. Vielleicht in einer gemütlichen Runde kann ja sein, dass es sich mal ergibt.
Ihr streamt wird das alles auf Twitch und natürlich auf YouTube. Wir werden den YouTube-Part abdecken, auf jeden Fall schon mal. Vielleicht gibt es noch andere Streamer, das weiß ich aktuell selber nicht ganz genau. Es ist auf jeden Fall ein Fun-Event. Und das könnt ihr euch sicher sein, es ist sehr, sehr, sehr lustig. Außerdem habe ich mir sagen lassen, dass da eventuell soll es etwas zu gewinnen geben. Müssen wir mal gucken, was sich der Butterkeks da hat einfallen lassen. Ich hoffe jetzt auf jeden Fall, dass ihr ja darauf einen Geschmack bekommen habt. Wenn dem so ist, dann kommt ihr ins Forum, und zwar ins World of Warships Forum. Und hier stehen nochmal alle Sachen, die wichtig sind. Ne? Aktuell dabei sind Cloud, Hoth, Stockbrighter, Hoda TV, Kolja Solo und Jimmy die Tulpe, die mitmachen werden. Wie gesagt, Wargaming stellt den Teamspeak-Server dafür, und hier gibt es dann nochmal ein paar Regeln, die so erklärt werden. Und soweit ich weiß, kann man aktuell auf jeden Fall noch sagen, man möchte mitmachen. Und ja, der Butterkeks wird sich darum kümmern. So, das zum Ramadama-Event. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Und wenn ihr nicht mitfahren möchtet, dann guckt ihr bei uns natürlich den Stream. Ist vielleicht ein kleiner Hinweis. Und wäre schön, wenn ihr vorbeischaut. So, dann kommen wir zum letzten Punkt in dieser Flaschenpost. Und zwar wurde ich auch heute nochmal aus der Community angeschrieben, dass es eben Probleme gibt. Man kann sich auf den PTS nicht richtig einloggen, beziehungsweise man kann sich nicht mehr so einloggen, wie man das vorher getan hat. Vorher war es eben so, dass man mit seinem ganz normalen Account sich hier eben ganz normal einloggen konnte und man keinen separaten Server-Account machen musste. Jetzt ist es so, dass man eben quasi den bestehenden Account, den man hat, hier nochmal als Login in den Gaming Center hinterlegen muss. Ne? Also ein Maracher, in meinem Fall PT für Public Test. Man geht dann einfach hier rauf, fügt ein Konto manuell hinzu, wählt hier dann die Region Public Test aus oder eben die anderen Regionen, je nachdem, für was man gerade ein Konto erstellen will. Wichtig ist, dass ihr hier, wenn ihr den Public Test braucht, die Region Public Test auswählt, dann eure ganz normale E-Mail-Adresse eingibt, wie der Account registriert wurde, und dann euer Passwort eingibt, einmal Anmeldedaten speichern, anmelden klicken, dann seid ihr hier im Game Center angemeldet, dann braucht ihr nur noch das Spiel auswählen, nämlich den Public Test Server, und wenn ihr den ausgewählt habt, drückt ihr auf Spielen und schon läuft das alles wie vorher auch. Entscheidend ist, es ist nicht irgendwie ein neuer, komplett neuer Account oder so, sondern ihr müsst nur einmal die Login Credentials in der Oberfläche hier eben festlegen, sodass quasi Logins gespeichert sind. Ne? Ja, und das war es eigentlich schon, was man da beachten muss. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, weil das vielleicht bei dem einen oder anderen für Verwirrung gesorgt hat und aktuell auch nicht so richtig kommuniziert ist. Zumindest habe ich das nicht gesehen. Vielleicht habe ich es auch übersehen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Für den Fall, dass ihr irgendwie da schon was gesehen habt, was ich halt jetzt hier nicht erwähnt habe. So, und damit sind wir durch mit unserer Flaschenpost für dieses Wochenende. Gibt wieder eine ganze Menge. Ich hoffe, dass ihr dann eben halt auch mit dabei seid, wenn wir euch hier zum Beispiel Ramadama übertragen. Und ja, dann, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir hören uns hier auf dem Sieghaus-Kanal eben am Samstag oder dann in einem der nächsten Videos. Bis dahin, ciao, ein schönes Wochenende euch und bis zum nächsten Mal. Haut rein!